Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us. Ja, in der letzten Folge habe ich innerlich so einen halben Herzinfarkt bekommen und wir haben es dann endlich mal geschafft, uns nach hier oben durchzukämpfen. Ich habe, glaube ich, gar nichts mehr an Munition. Ja, doch 4 Schuss habe ich noch. Oder sind das 3 Schuss? Wieso steht da eigentlich 4 von 3 oder so? Keine Ahnung. Wir müssen irgendwo da hinten hin. Ich weiß nicht genau, wo Tess drauf geguckt hat. Vielleicht zu dem Gebäude hier. Und ich habe keine Ahnung, wie wir das machen sollen, außer dass wir nach unten gehen und unten durchgehen. Aber da war, glaube ich, alles versperrt. Ja, Tess, sag mal, du hast doch mal die guten Ideen. Sag mir doch mal, wie wir jetzt hier runterkommen oder wie wir jetzt komplett auf die andere Seite kommen. Aber Tess ist irgendwie schweigsam. Tess möchte heute nichts mehr sagen. Ach so, tragen. Moment, ein Brett können wir mitnehmen. Und wohin? Ach Vorsicht. so, auf die andere Seite. Ah, oder? Ich denke schon, ne? Tess! Ich, der gute Joel, hab eine gute Idee. Vorausgesetzt, ich kann es hier drauflegen. Eine gute Idee, wo wir alle bei sterben können. Aber egal. Das klappt schon. Okay. Sei vorsichtig, wenn du drüber gehst. Das ist ein bisschen. Ja, das ist so ein Streetrunner. Und ist es das, was du dir erhofft hast? Ich weiß noch nicht. Aber Mann, was für eine Aussicht. Kommt, hier lang. Hey, es geht weiter. Es ist fast geschafft. Reiß dich zusammen. Ja, Ma'am. Hier um die Ecke. Kommt. Geh weiter, Kleine. Ja, das sollten wir auch tun, aber ich guck noch mal kurz. Okay, hier ist nichts. Eigentlich dürften wir auch die Ausgangssperre mittlerweile schon rum haben, ne? Weil das ist ja schon wieder nächster Tag. Wobei, wir sind ja außerhalb der Grenze, ne? Das habe ich total vergessen. Müssen wir hier was schieben, beziehungsweise ziehen. Ich weiß noch nicht genau, wohin. Hierhin oder? Ne, da ist Stacheldraht. Dahin wahrscheinlich. Komm, Joel, du schaffst das. Geh rückwärts. Sag mir nicht, du kannst nur vorwärts. Geht ihr mir mal aus dem Weg hier. Der Joel kriegt es irgendwie nicht hin, rückwärts zu laufen. Okay, jetzt. Und komm. Ja, fast. Nach links. Komm. Ach, das letzte Mal hatte ich so Probleme mit den Dingern hier bei. Mit den Ratten hier. Plague Tale. Kommt mit. Ich habe einen Weg gefunden. Bin mir aber nicht sicher, ob wir da überhaupt rum müssen. Na also. Endspurt, Tess. Tess? Die Glatter. Ich wollte gerade sagen. Wir schauen uns jetzt erstmal diesen wunderschönen Teich mit den halb versunkenen nur, Autos an. Ist, ich kann nicht schwimmen. Auf der rechten Seite sieht es flach aus. Folgt mir. Kann ich denn schwimmen? Er hat nichts dazu gesagt. Marlene euch gefunden hat. Was meinst du? Ich weiß, ihr werdet dafür bezahlt. Aber ich will mich bedanken. Ja, kein Ding. International Delivery. Ja, ich schätze, die müssen jetzt Ewigkeiten auf ihre Lieferung warten. Was war denn das hier? Eine Art Vergnügungspark oder was? Massachusetts Stage House. Okay. Ist doch wunderbar, wie die Klamotten. Ah ne, ihre sind noch nass. Meine sehen irgendwie halb trocken aus, finde ich. Nein. Nein, nein! Und was machen wir jetzt?
machst du da, Tess? Oh Gott. Vielleicht haben sie sowas wie eine Karte oder irgendeinen Hinweis auf ihr Ziel. Wie weit soll das hier noch gehen? So weit, wie es eben gehen muss. Wo ist dieses Labor? Oh, ich weiß es nicht. Sie hat nur gesagt, es wäre irgendwo im Westen. Was machen wir hier? Das geht uns nichts an. Was weißt du denn schon? Über mich? Ich weiß, dass du klüger bist als das. Ach ja? Wir sind abscheuliche Menschen, Joel. Und zwar schon echt lange Nein, Zeit. Nein, wir sind Überlebende. Das ist die Chance. Es ist vorbei, Tess. Wir haben es versucht. Gehen wir nach Hause. Ich gehe nirgendwo hin. Hier ist Endstation. Was? Irgendwann musste es ja vorbei sein. Was erzählst du da? Nein! Fass mich nicht an. Oh nein, Scheiße. Sie ist infiziert. Joel. Lass mal sehen. Ich wollte nicht... Zeig es mir! Oh Gott. Oh. Ups, was? Zeig mir deinen Arm. Das ist 3 Wochen alt. Mein Biss ist 1 Stunde alt und ist schon schlimmer. Das hier ist real, Joel. Du musst die Kleine zu Tommy bringen. Er kannte diese Leute. Er kennt bestimmt auch ihr Versteck. Oh nein, 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 nein. Du wolltest das hier. Ich mach das nicht mit. Doch, machst du. Hey, ich weiß, ich bedeute dir genug, dass du mir diesen letzten Wunsch nicht abschlagen kannst. Also bring sie zu Tommy. Shit. Sie sind hier. Ich verschaffe euch Zeit, aber ihr müsst hier weg. Was? Wir sollen dich einfach hier lassen? Ja. Das werde ich auf keinen Fall... Ich verwandle mich nicht in so ein Ding. Na los. Mach's mir nicht so schwer. Oh, ich kann kämpfen. Nein, geh einfach. Geh doch endlich. Ellie... Tut mir leid, ich wollte das nicht. Los, beweg dich. Wir wissen, dass ihr da drin seid. Waffen weg und kommt mit erhobenen Händen raus. Oh, verdammt! Wie konnten wir das nur tun? Stopp. Ohne uns stirbt sie da. Stopp! Du bleibst nicht bei mir. Wir müssen weg. Oh Mann. Ja, wir müssen weg. Nur, wo müssen wir hin? Das ist die Frage. Wir gehen hoch. Da kommt man vermutlich raus. Okay, wir sollten vielleicht ein bisschen schneller machen. In der Hoffnung, dass hier oben nichts ist. Sie ist neutralisiert. Sie hat 2 Männer getötet. Verstanden. Du, brich die Tür auf. Du, oh komm mein mit. Gott. Yes, Sir. Tess. Okay, wir laufen mal hier einfach rum. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Was ist mit dem hier? Ich denke mal, der braucht das nicht mehr. Oh, ich wusste es, das sieht mir so nach Schwächen aus. Tippe RB an, um schnell Waffen zu wechseln. Da vorne. Das ist jetzt aber ein Gewehr, es ist kein Scharfschützengewehr, ne? Ich habe nur keine Ahnung, wo wir hin müssen. Wenn der jetzt einzeln hier rumlaufen würde, das wäre jetzt super. Und der andere das nicht mitkriegen würde. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Oh, Scheiße. Naja, kein Thema, kein Thema. Da hinten müssen wir entweder hin oder da ist noch einer. Ich bin mir gerade nicht sicher.
Anscheinend müssen wir da hin. Den anderen höre ich gerade nicht. Ah ne, da ist noch einer, okay. Na, das ist doof. Er wird uns doch garantiert sehen. Wenn wir jetzt hier vorbeigehen, dann sieht er uns auf jeden Fall. Das ist doch scheiße. Oh, scheiße. Oh, 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 okay. Da kommt noch einer. Und da hinten ist auch noch einer. Das ist nicht gut. Moment, wir machen es andersrum. Ich wusste ja nicht, dass da hinten noch zwei sind. Das war echt eng. Naja. Ich weiß aber jetzt nicht genau, ob er zu uns kommt. Sieht nicht danach aus. Frage ist nur, dreht er sich jetzt um? Oh ja, 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 tute, tute. Komm her. Ja, los. Wieso ist die eigentlich nicht schon direkt mit reingekommen? Okay, da hinten ist noch einer. Frage ist, kommt der jetzt hier rein? Ich weiß auch gar nicht, ob der reinkommen kann. Bleib bei mir. Na los. Na komm. Dann komm halt nicht. Okay, dann komm von der Seite. Ist mir auch egal. Na? Jetzt dreht er sich um. Ist das jetzt dein Ernst? Oh. Okay, aber die will ich... Oh, die will ich auf jeden Fall noch mitnehmen hier. Bleib du mal schön da hinten, genau. So ist gut. Sehr schön. Könnte ich jetzt nehmen mit zwei Schuss drin, oder was heißt das? Oder kann ich... Nee, das sind... Ah, das sind zwei Schuss dafür. Ah, sehr schön. So, die große Frage ist jetzt, der steht jetzt links von uns. Wenn wir da jetzt reingehen, sonst ist hier, glaube ich, keiner mehr, ne? Er ist wahrscheinlich am Ausgang, nehme ich mal an. Aber ich gucke mich hier mal eben um. Da hinten kommen wir nicht durch. Naja, wir müssen irgendwie... Können wir von hier aus vielleicht da rum? Also der ist halt... Wirklich ein Übel, weil man da jetzt wirklich sehr schlecht ranschleichen kann. Okay, so geht's auch. Okay, okay. Komm, Ellie. Genau, komm, Ellie. Wir müssen hier rum. Ich hoffe, das war sie jetzt, die ich gerade gehört habe. Okay, da höre ich jetzt auf jeden Fall erstmal keinen Zombie. Was Over hier. Joel, wie kommen wir hier raus? Okay,
Wir müssen durch den Gang. Deckung, ich weiß nicht, wie viele es sind. Durch den Gang? Ja, welchen Gang? Den hinten rechts, oder? Oh, Scheiße. Sind da auch so viele? Eieiei. Okay, komm zu mir. Aber bitte vereinzelt. Ja, komm zu mir, komm zu mir. Schnell und leise. Hier kommt, glaube ich, jetzt gerade keiner rum. Na, komm. Okay, also rechts neben mir war noch einer, habe ich gesehen. Achso, sie ist da. Ich wollte gerade sagen, wo sie ihn jetzt eigentlich? Er hat eine Waffe. Oh. Die haben alle Waffen, falls du das noch nicht mitbekommen hast, Ellie. Der läuft direkt auf uns zu. Okay, rechts kommt keiner. Na, komm her. Die rennt einfach mal durch und durch. Auch kein Thema. So. Da haben wir noch mindestens zwei drin. Da läuft einer rum. Den hinten kann ich jetzt so nicht sehen. Und den da weiß ich jetzt nicht, wo der jetzt hin ist. Oh, der ist direkt hier vorne. Das ist schlecht, weil er guckt nämlich jetzt gerade auch so blöd. Kann ich den überhaupt so würgen? Weil er hat... Aber ich meine, gut. Zur Not muss ich das Visier hochziehen, ne? Kommt der hier rein? Das wäre natürlich ideal. Sonst würde ich mich rüberschleichen. Ja, er kommt... Ne? Feigling. Na gut. Dann. Oder vielleicht doch. Die kommen immer dann rein, wenn man denkt, dass sie gar nicht mehr kommen. Oh, jetzt tötet ihr nochmal schneller. Oh, Scheiße. Also zwei Stück, ne? Rechts ist noch einer, da ist noch einer. Was ist mit dir? Drehst du dich nochmal um? Der eine schleicht jetzt hier so rum, das ist nicht gut. Das Problem ist halt, der andere guckt hier so hin. Joel, da ist der Ausgang. Ich sehe ihn. Komm mal schneller. Oh. Folge mir im Entenschritt, Ellie. Ich denke mal, da kommen wir nicht raus, oder?
Treppe. Bleib unten. Hier, bleib unten. Wir machen das nicht. Wir gehen einfach rein. Ellie, wo müssen wir hin? Oh, ich sehe nichts. Runter. Da drüben ist ein Soldat. Stellung halten und auf Verstärkung warten. Verstanden. Stellung halten. Wie kannst du das verdammte Zeug einatmen? Ich hab dich nicht angelogen. Hast du sie? Nein, alles leer. Ich hab nichts gesehen. Gebiet durchsuchen. Wir sollten sie finden und abhauen, bevor Klicker kommen. Oh, was für scheiß Pilze hier. Das Problem ist halt, wenn ich den einen erledige, erledige ich mich selbst vermutlich, weil der andere das mitkriegt. Obwohl, ne, wenn er jetzt hier hinten ist. Sie sind nicht hier. Geh runter, Joel, geh runter. Okay, oder so. Keine Munitionspäckchen, das ist schlecht. Wo müssen wir hin? Das haben die ja schon mal erklärt, beziehungsweise habe ich ja schon mal erklärt, dass man normalerweise ja eine Atemschutzmaske, also eine richtige Atemschutzmaske tragen muss. Damit man die Sporen halt eben nicht einatmet, die man hier so überall sieht. Diese kleinen Pünktchen, sage ich mal, hier drin. Ich schätze, wir müssen wir durch den Zug oder müssen wir da durch? Bin mir nicht so sicher. Nee, hier sind wir. Hä? Hier sind wir runtergesprungen und dann nach rechts, oder? Ja, dann müssen wir wahrscheinlich durch den Zug. Ich muss mich jetzt nur richtig ankotzen, dass die eben schon von... Ihr wisst schon, was gesprochen haben. Bin jetzt auch ganz ruhig, es tut mir wirklich leid. Aber ich möchte jetzt hier nicht überrascht werden. Und ich würde gerne nochmal speichern. Was? Uns fällt schon was ein. Ja, geil. Die läuft jetzt einfach darum, oder was? Wie ist die denn darüber dahin gekommen? Egal, ich schwimme einfach weiter. Das war aber wieder ein Frosch, oder? Um zu tauchen. Muss ich denn tauchen? Nee. Mit A kann ich wieder auftauchen. Okay. Kann ich... Nee, hier kann ich auch nicht runtertauchen. Aber da. Oh, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Oh. Wie kommt sie jetzt hier rüber? Ellie? Mir geht's gut. Ach, da ist sie. Okay. Kein Thema. Dann geht's halt so weiter. Kann ich denn zu ihr rübergehen?
Beziehungsweise schwimmen. Da hinten liegt auch was ich aufsammeln kann. Glaube ich. Nee, was ich lesen kann. Hey, da, sie geht noch. Ja, ist doch cool. So, dein Kontakt ist ein Typ namens Frank. Er ist der Typ von draußen, mit dem ich Handel getrieben habe. Er will in die QZ Boston. Triff ihn am Ausgang der U-Bahn-Haltestelle, Park Street, neben dem Parkhaus. An bei sein Visum und seine QZ-Papiere. Wie gefällt dir die Arbeit? Sei vorsichtig da unten. Einige Leute berichten von Klickern und Stalkern auf dem Gebiet. Wo zum Henker ist der Kerl? Ich warte hier schon seit 2 Stunden und schwitze. Ich glaube, da im Schatten bewegt sich etwas. Mir ist, als würde mich jede Sekunde ein Stalker anspringen. Ich gebe ihnen noch eine Viertelstunde, dann gehe ich zurück. Ich bin jetzt ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was Stalker sind. Es hört sich aber nicht danach an, als ob das die normalen Zombies sind. Ich kann ja auch gar nichts sehen. Achso, da könnte ich theoretisch nur tauchen. Das ist natürlich auch nicht so gut. Das waren aber Flaschen, oder? Das waren jetzt keine. Hallo? Wieso komme ich hier nicht weiter? Ist doch offen. Hä? Jetzt geht er auf einmal durch. Hä? Muss ich nicht verstehen. Okay, Ellie. Ah ja, so geht er rüber. Okay, aber da komme ich anscheinend auch nicht weiter. Und da nicht hoch. Das ist natürlich schlecht. Abgesehen davon, dass wir ja irgendwie mit Ellie auch durchkommen müssen. Was ist die denn jetzt eigentlich? Ist gar nicht mitgekommen, oder was? Ist immer noch da oben. Irgendwas Weißes hat er mir jetzt gerade links angezeigt. Das ist nicht gut. Ach, da komme ich hoch, oder? Das ist ein Leiter wahrscheinlich. Eine Leiter. Vielleicht geht es damit. Ja, aber wieso nimmst du die nicht an? Das ist jetzt die Frage. Ich komme hier nicht hoch. Ah, Moment. Hier können wir, glaube ich. Oder auch nicht. Ich dachte, hier können wir eigentlich hoch, aber hier können wir auch nicht hoch. Wieso dürfen wir die Leiter nicht nehmen und wieso kommen wir hier nirgendwo hoch? Was soll das? Ja. Gute Frage, nächste Frage. Soll ich jetzt irgendwie gucken, dass ich jetzt da hinten links rumkomme? Kann das sein? Frage ist dann nur, wie komme ich dahin? Also hier kann ich erstmal raus. Aber ich bin mir noch nicht sicher, wie ich da jetzt hinkomme. Es sei denn, ich kann links durchtauchen und komme dann dadurch irgendwie hier rechts hin. Aber das wäre ein bisschen viel, oder? Ich weiß es nicht. Wie sieht das denn hier? Gut, man kann was sehen. Ist jetzt natürlich die Frage. Ich möchte jetzt auch die Folge jetzt nicht zu lange überziehen. Deswegen, ich gucke. Ach, da ist noch was. Okay. So, irgendwie. Bisschen gerader vielleicht. So, oh. Das war mir so klar, dass das nicht funktionieren wird. Oder muss ich sie vielleicht damit rüber transportieren? Das kann natürlich sein. Moment, Ellie, wo bist du? Da, komm mal hier rüber. Komm hier drauf, du bist nicht ganz so dick wie ich. Komm her. Steig drauf. Ja, meine ich doch. Wirklich? Ja, ja. Ellie. Okay, okay. Wenn das bei mir nicht untergeht, geht's bei dir auch nicht unter. Oh, vorsichtig. Leg dich einfach flach drauf. Na, so geht's auch. Aber so. Mach du mal die Drecksarbeit hier. Hallo? Wo geht der hin? Ach so, die gibt mir jetzt die Leiter runter, oder? Ellie, die Leiter. Komm, hopp, hopp, hopp. Ja, macht das noch lauter, wenn ihr Klicker in der Nähe sind. Kein Thema.
Was mich übrigens dran erinnert, achso, das kann ich im Wasser gerade gar nicht. So, da wollte ich nochmal gucken. Da habe ich aber nichts. Und ich habe nur ein Messer. Okay. Das ist schön, dass du müde bist, Ellie, aber... Okay, nicht wie raus hier. Hier kommen wir aber nicht raus, nehme ich mal an. Also nach der Warnung, bin ich ganz ehrlich, bin ich ein bisschen kleiner Schisser. Hey, also, wegen Tess... Ich weiß nicht mal, okay, was... Okay, ich sag dir mal, wie es abläuft. Erwähne nie wieder Tess. Niemals. Es ist besser, wir behalten unsere Geschichten für uns. Zweitens, erzähl niemandem von deinem Zustand. Man wird dich für verrückt halten oder töten. Und drittens, du tust, was ich sage, wenn ich es sage. Alles klar? Klar. Wiederhol es. Was du sagst, zählt. Gut. Da ist eine Stadt. Ein paar Meilen nördlich. Ein Typ dort schuldet mir was. Kann sein, dass er ein Auto für uns hat. Okay. Los, gehen wir. Na bitte. Ja, hier lang wird's schneller gehen. Wow. Was? Nichts. Ich hab nur sowas noch nie gesehen. Deshalb. Etwa den Wald? Ja. Im Wald war ich noch nie. Ist ziemlich cool. Warum bringst du mich nicht zurück zu Marlene? Wenn sie das schaffen könnte, hätte sie dich behalten. Na, vielleicht geht's ihr besser. Kleine, ich will dich nicht aufregen, aber ihre Überlebenschancen waren nicht gerade hoch. Sie ist viel stärker, als du glaubst. Es ist egal. Denn ich glaube kaum, dass einer von uns lebend bei ihr ankommen würde. Glaub mir, mir wäre es anders auch lieber. Darf ich kurz was sagen? Also, ich wollte sagen, lieber Joel, ja, wir gehen durch diesen Wald. Aber nein, wir werden es nicht mehr in der heutigen Folge tun, denn... Achso, schade, ich dachte, da blinkte gerade was. Denn wir machen hier erstmal einen kleinen Cut und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Bis dann! Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.